In diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du beim Manifestieren von bestimmten Dingen manchmal sehr erfolgreich bist und mit anderen Sachen vielleicht weniger erfolgreich. Und ich höre es vor allen Dingen immer wieder von Kunden, von Klienten, von Interessenten, dass sie sagen, naja, mir einen Parkplatz zu manifestieren, das ist überhaupt gar kein Problem. Oder andere Dinge, also selbst mir zu manifestieren, dass mir jemand in dieser Woche eine Blume schenkt oder einen Kaffee ausgibt oder so, ist gar kein Thema, das kriege ich alles hin. Aber in dem Moment, wo es darum geht, dass ich mir Aufträge, also Jobs oder eben Geld manifestiere, da wird es schwierig. Und dann wundern sie sich und sagen, naja, das eine ist so viel schwerer als das andere. Und es ist im Grunde überhaupt nicht schwierig. Und ich möchte es dir erklären, weil ich sehe es auch immer wieder bei unseren Kunden, wo der Fehler liegt. Der Fehler liegt im Druck. In dem Moment, wo du etwas manifestieren möchtest, was dir ganz besonders wichtig ist, also beispielsweise du musst aus deiner Wohnung ausziehen und willst jetzt bis zum Tag X eine bestimmte eine Wohnung oder ein Haus oder irgendetwas manifestieren und du stehst unter Druck dadurch, dass du dir sagst, naja, es muss bis zum Tag X funktioniert haben. Oder aber du bist wirtschaftlich unter Druck, das heißt, du hast Rechnungen zu bezahlen und möglicherweise im Moment nicht die liquiden Mittel und möchtest jetzt Geld manifestieren oder Aufträge. Dann bist du schneller unter Druck. Das heißt, du bist gar nicht so locker, so lässig dabei, als wenn du sagst, naja, ich manifestiere mir jetzt mal, dass mir jemand einen Kaffee ausgibt oder einen Parkplatz oder irgendetwas, das, was jeder hinbekommt. Wie nimmst du jetzt den Druck raus? Das ist die schwierigste Frage. Wahrscheinlich weißt du bis hierhin tatsächlich auch Bescheid und spürst auch, dass es an deinem Druck liegt, an der Art und Weise, wie du sagst, jetzt möchte ich das aber haben. Pass jetzt ganz genau auf deine Formulierungen auf. Pass genau auf, was du denkst und was du fühlst, denn das ist so entscheidend. Geldfluss folgt der Freude, Erfolg folgt der Freude. Das heißt also, wenn du jetzt Häuser und Wohnungen angucken gehst und du schaust dir eins nach dem anderen an und das ist alles nicht das Richtige und du sagst dir die ganze Zeit, oh mein Gott, hoffentlich ist das nächste nicht auch so ein Schrotthaufen, dann kann ich dir schon sagen, was das nächste sein wird, nämlich auch so ein Schrotthaufen. Ja? Und genauso ist es natürlich mit Aufträgen. Selbst die Formulierung, die ich dann immer wieder von Kunden auch höre, die dann sagen, ja, jetzt darf der Erfolg aber mal kommen. Spür mal bei einem solchen Satz, was da für eine Energie dahinter ist. Denn es geht um die Energie. Es geht um die Energie dahinter. Ist das eine lockere Energie, die so sagt, ja, wenn der Erfolg kommt, ist wunderbar, wenn der Erfolg in 20 Jahren kommt, ist auch wunderbar? Oder ist es die Energie, die Druck hat? Und in dem Moment, wo du mit der Energie von Druck manifestieren möchtest, manifestierst du Druck. Du manifestierst quasi immer das, wo du eh gerade unterwegs bist. Das heißt, bist du in einer eher schweren, druckvollen Energie unterwegs und sei es nur im Unterbewussten, wirst du genau das als Ergebnis erzielen. Bist du in der Leichtigkeit unterwegs und sagst, naja, Herrgott, ich brauche es nicht wirklich, also wenn es jetzt nicht passiert, dann ist auch nicht so schlimm, dann bekommst du in der Leichtigkeit die Dinge, die du dir wünschst. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, was dir sehr helfen kann, in dem Zusammenhang, dich aus diesem Druck rauszuholen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sehr dankbar bist für das, was du gerade eh schon hast, also für die Aufträge, die du eh schon hast, für deine wunderbaren Kunden, oder für die wunderbare Wohnung, in der du jetzt schon leben durftest, dann nimmt dir das den Druck raus. Dann ist das ein anderes Gefühl. Es ist wichtig, dass du in ein anderes Gefühl kommst. Und da ist es eben wichtig, dass du das diszipliniert durchziehst. Das heißt also nicht nur mal kurz und dann sagst du in der Energie wieder ab. Und deshalb haben wir beispielsweise Programme, wo es nur darum geht, die ganze Zeit in dieser hohen Energie zu sein. Weil das so wichtig ist, weil das die Basis ist für alles, weil du alles sehr, sehr schnell erreichen kannst mit ein paar einfachen Zutaten, wenn du diese energetische Basis hast. Und wenn du nicht weißt, wie du das erzeugen kannst, dann komme doch gerne zu uns, schreib mich an. Ich kann dir dann was empfehlen oder einer unserer Mitarbeiter empfiehlt dir dann etwas, wo du
dich in einem Programm begleiten lassen kannst, um das zu lernen, dass du 24 Stunden, 7 Tage die Woche in dieser hohen Energie bleibst und dadurch kannst du in dein Leben ziehen, was immer du möchtest. Ganz viel Erfolg für dich!